Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur NHL 20, zu der Saison mit den Hell Riders. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und noch einen 7:30 gegen Arizona probieren wir heute auch einen Sieg hier davonzutragen. Zu Hause vor heimischem Publikum. Unser Topstalker ist immer noch The Rock. Ah, The Bad Rock, Entschuldigung. Und ja, schauen wir, wie es nach diesem Spiel ausschaut. Wir simulieren die AHL. Die Louisiana Blues zu Gast bei uns in der Hölle. Okay, vielleicht war es ein bisschen übertrieben. Bilanz zu 2 zu 0, oder? Jetzt haben wir ihn. Der bleibt jetzt für die nächsten Spiele uns erhalten. Für die Hell Riders. So, Wolf am Bulli. Verliert das Heimbulli. Aber Dora Hoden. War Dora Hoden auf Brandy. Der Mann, was in den letzten Spielen an Hedrick gespielt hat. Und Wolf schafft es auch nicht. Stockschlag gegen die Nummer 17, gegen den Pico. So, holt sie am Pulli. Verliert das Bulli. Ah, das fängt an. Oh, lasst sie nicht nehmen. Spielt so Holze. Holze auf Tomanzini. Tomanzini schießt. Ah, oh, was schafft's nicht. Kroke. Kroke. Jawohl. Unser Goalie ist gut drauf. Kroke. Nimm. Auf Tomanzini. Tomanzini schießt. Ah, schafft's auch nicht. Wir haben den Schwierigkeitsgrad erhöht. Jetzt wird es ein bisschen interessanter mit Tore schießen. Und Tomanzini macht's! Tomanzini, der Mann von den Bozner Füchsen. Das wird der nächste Topstalker. Unser Nummer 88 am Bulli. Bringt das Bulli auf Stein. Auf! Gott sei Dank! Ich habe jetzt schon drin gesehen. Ich habe nicht. Ah, verdammt! Ausgleich! McKinnon. McKinnon auf Stein. Stein auf Raffi. Nach einer Verletzung wieder zurück hier am Eis und. Nein, den ersten Versuch schafft das nicht. Ich möchte ja ganz gern an Danny aus den Birken hier haben. Von da hinten. Respekt. Respekt. Jetzt ist wieder alles offen. Und dies im ersten Drittel. So, Wolf am Bulli. Verliert das Bulli. By number 17, Keating, and by number 90, Ryan O'Reilly.
So, Wolf. Ziert vorbei. Schafft's aber nicht. Aber Maroon Horden. Maroon. Auf Brandy. Der Norweger. Seiner Größe. So, Maroon vor dem Tor. Okay, das ist nicht gut. So, Hütze. Maroon verliert ihn. Jetzt haben wir eine Chance zum Ausgleichen. Jetzt haben wir eine Chance zum Ausgleichen. Jetzt muss ich auch kämpfen. St. Louis ist nicht so leicht als wie Arizona. Padora. Guck auf Gaucho. Auf Padora. Auf Wolf. Wolf läuft. Aber kippt nicht so hin. Die Blues machen es ganz gut zu. Hier, Wolf. Padora. Wir müssen schauen, dass wir. Aber sie gehen nicht weg vom Tor. Sie gehen einfach nicht weg vom Tor. Die 87 geht. Tomanzini, Stockschlag. 4 gegen 4. Jawohl, er hat ihn. Auf Kruke. Holze. Hebelt ihn aus. Läuft. Und macht den Ausgleichstreffer. Hier und zack und rein das Ding. Vier gegen drei, wieder Stockschlag. Gegen die Nummer 29 und die Nummer 29. Mist. Raffi. Winkt das Bulli auf das. Oh. Das verlieren. Jo. Versuch was vom Raffi. Moves the puck behind the net. Here's a shot from
So, wir hatten Badora Oden. Läuft. Jawohl! Und macht den Führungstreffer. Zu Hause, Badora. Fabian Badora, die Nummer 15, macht den Ausgleichstreffer. Und wenn es hier von Fabian die Nachnamen auf YouTube eingibt, kommt es auf dem Badora sein Kanal. Aber auch ganz gut die Let's Plays. Jawohl, oh Mann, oh Mann. Nein, ist kein Tor, ist kein Tor. Tor immer nur 3 zu 2 für uns. Und jetzt Pulli. Jawohl. Holzer, oh, Werk gestoppt. Holzer, Werk gestoppt. Ah, mit 3 Mann ist es einfach zu wenig gegen 4. Okay, Leipzig. Caucho. Hohen Passen. Ob. Ob. Abgewehrt. Holze, Hoden. Caucho, Holze. Ah, Holze ist schon wieder. Holze ist da. Holt sie den Bulli. Ah, den Puck. Oh. Am Checking müssen wir was da. Das taugt man nicht. Da bleiben sie nur so lange liegen, die Burschen. Da bleiben sie nur so lange liegen, die Burschen. Müssen wir schauen, ob wir was machen können. Das ist mir hier ein bisschen zu einseitig, das Checking. Das Rest, ja, können wir nichts machen. Das, da stellen wir jetzt nichts um für das Spiel. Aber beim Checken. Aggressivität, Stärke beim Checken, Spieler für. Haben wir da mal auf 70 zurückge. Beides. Und dort haben wir auf 30 zurück. Was ist das? Häufig habe ich ein Straucheln. Dann machen wir auch schon Checking Assistent. Und dort haben wir auf 60. Vielleicht bringt das was. So, Wolf, das, au, der ist schnell. Brandy Hoden. Pico.
Ah, Wolf verlierten. Aber Wolf kriegt Fischt noch. Angel. Wer hat eigentlich zurückgedruckt? Hat es nicht geschafft, dass er den gegnerischen Spieler umläuft. Holze. Verliert das Bulli. Kruke. Au, wer da gefischt. Aber wer da blockt. So, Stein auf Rock. Unser Scharfschütze. Unser Scharfschütze muss es jetzt schaffen. Na, auch nicht. So, jetzt hat. Ah, vorbei am Tor. Zu flacher Winkel. Zu flach der Winkel. Der Barwin will Horden schafft es auch nicht. Oll, Kim. Wenigstens die Rafferei bringen wir. Jetzt Kim. Jawohl, der Maroon winkt den Kampf. So, der Raffi. Am Bulli. Wir haben nur 5 Minuten zum Spielen im zweiten Drittel. Und gegen St. Louis eine Strafe wegen Stockschlag. So, da holt sie. Winkt das Bulli auf Kruki. So, das Toten. Kim Junge, gib Gas. Au, vorbei am Tor. Jawohl. Holt sie. Schafft deinen Führungstreffer nicht. Kruke Horden, Kruke auf Holz. Ah nein, auf Tomanzini. Entschuldigung, Tomanzini. Oh, verliert ihn. So, McKinnon am Bulli-Punkt. Ah, ist zu früh gewesen. Ah, Ski oblockt. Pico. Ein Getummel um den Puck.
Neuer Angriff, Aufbau. Auf Stein. Stein auf McGinn. Stein vom Tor. Auf Pico. Macht den neuen Angriff. Spielt ihn aus. Da war jetzt passend gewesen, wie einer auf uns gestanden war. Badora vor dem Tor. Ja, passt noch. Auf Wolf. Auf Badora. Ah, am Tor vorbei. Dast. Auch nicht. Maroon. Auf Leipzig. Maroon wieder zurück. Und Wolf Hoden. Und jetzt gehen wir in die dritte Pause. Das letzte Drittel. Es steht 3:3. Wir hätten den Max hin lassen können. Vielleicht hätte der Max besser gehalten, die Tore. Aber wir müssen unseren anderen Goalie auch mal die Chance geben, dass er sich ein bisschen aufgepusht. Wolf verliert das Bulli. Jawohl, schön abgelocht. Oh, St. Louis geht in Führung. Und das vor unserem heimischen Publikum. Badora. Pico. Und jetzt hat Brandy. Der Norweger. Sag her, was er Viking kann. Los, Brandy. Sag her, was ein Tiroler, ein norwegischer Watschen ist. Jawohl. Und richtig. Der Norweger. Schaut zufrieden aus und andere ärgert sich, weil er am Punkt gegangen ist. St. Louis ist gewarnt, wie es bei uns in der, Halle abgeht. Nicht umsonst Arena of Hell. Badora. Auf das. Das. Wir müssen ein Tor machen. Wir müssen ein Tor machen und uns in die Overtime retten. Und gleich das. Der Mann mit der Hausordnung. Der nächste Kampf, wo es aussteht. Kim das. Engel. Nana. Kim. Oh. Unser Sheriff verliert. So, Wolf Hoden. Gut, sehr Hoden. Ah, verdammt. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Wir können es noch schaffen zum Sieg. Jawohl. Holze. Kim Holze. Holze. Was ist los?
So, Raffi hat ihn geholt. Spielt ihn aus. Super. Matora. Jawohl, Badora Hoden. Spieler Holzer. Jawohl, Holzer macht den Ausgleich. Holzer macht den Ausgleich zum 4:4. Jetzt hat ein Tor müssen wir nur zusammenbringen, meine lieben Sportsfreunde. Ein Tor müssen wir nur zusammenbringen. Tomanzini am Bulli. Gewinkt das Bulli. Jetzt müssen wir Gottes Glück haben, dass Louisiana hier einen Tormann raus hat. Wenn wir weiter unten sind. Oh mein Gott. Aber so macht das Spiel wieder wenigstens Spaß. Die Nerven liegen blank. Das ist so ein Herzinfarktspiel, glaube ich, ist das. So, Wolf am Bulli. Kriegt das Bulli auf Stein. Stein! Na, schafft's nicht. Holze ärgert sie. So, Stein. Kruki. Kruki. Caucho. Holze. Rock. Kim Rock. Na. Ah. Overtime. Overtime, meine Sportsfreunde. Auf geht's. Volles Haus, die Leute dürfen wir nicht enttäuschen. Unsere Siegesserie darf jetzt nicht abreißen. Auf das. Das. Wolf, das, das, Wolf, Wolf, Wolf. Oh, 3 gegen 4. Jetzt gleich hat sich Louisiana Server ins Ausgeschossen mit dem Foul. Wir sind jetzt zu dritt, sie sind zu zweit. Ah, zu viert. Ah, zu viert, sie sind zu dritt. So, Raffi. Auf Holze. Holze, spült ihn aus, spült ihn aus. Au. Oh.
Hulze, Kim. Hulze, mach's Tor. Nein, macht er nicht. Jawohl. Tor. Und die unsere Nummer 28, der Leipzig, ist Held des Abends. Ich hätte eher einen Holzheffer gekonnt, aber der Leipzig ist am besten hier gestanden. Wir haben zwei Stars, drei Tore, drei Assists. Passt gut. Wir brauchen nur 33 Siege. Johann Biku sucht das Gespräch. Okay. Johann Biku. Keine Moraländerung. Okay. Dann. Chefcoach Ersatzspieler, passt. Dann schauen wir mal nach. Zuerst einmal Verletzungsbericht. Verletzungsbericht. Wann Chor wieder spielen? Diagnose ausständig. Rückkehr 3. November. Okay. 3. November. Das heißt, das schauen wir nachher noch. 3. November und einmal keine Diagnose. Dann Ausbau und Wartung. Das passt noch, das passt auch noch, das 97, 96, fällt noch nichts unter 90, passt auch noch, da die so. Dann die Preise. Sag's uns irgendwo so. Unverändert, unverändert, geht nach oben. Geht nach oben. Sportsfreunde, er geht nach oben. Dann Imbissstände. Geht alles nach oben. Softdrinks groß gehen nach unten, warum auch immer. Aber siehst, schau, sehr gut, da Studentenfutter geht auch nach unten. Zwei Sachen gehen nach unten, der Rest ist gut, geht nach oben. Wir nehmen also Kohle ein. Also Parken. Imbiss Parken. Car Feedback. Merchandising. Haben wir auch kein Feedback, aber geht auch ein bisschen zurück. Okay, ja, ja. Wir werden schon alle ein bisschen was haben. Vorsimulieren. Dann Verletzungsbericht. Vielleicht wissen wir jetzt die Diagnose. 13. November, okay, 13. November, kommt der Biku zurück. Das heißt, 13. November, das heißt, 13. November heißt, wir haben jetzt einen dritten, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 5 Spiele. Beim sechsten Spiel müssen wir noch beim sechsten Spiel einsetzen. Okay, beim sechsten Spiel einsetzen. Alles klar. Na gut, meine lieben Sportsfreunde, ich hoffe,
Der Spieltag hat mich ein wenig gefallen. Würde mir einen Daumen nach oben freuen über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues verpasst. Und dann wünsche ich bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir dieses Video hier anschaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität im Stadion ist gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel, wie nie, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.